Der wird schon geschossen. Und ja, ja, herzlich willkommen zurück. Bei mir und Eternal auf Ultra Brutal, Alter. Ammo. Schön. Ich mag Ammo. Magst du auch Ammo? Das war halt nicht. So, gut. Mal sagen. Da geht's aber rum. Ja. Auf. Zack. Ich werde meine Automatik hier aufheben. Das will jetzt mal ein bisschen. An die. Oh shit. Shotgun. Aber ja. Sie befindet sich in der Dämonenzitadelle. Markiere ihren Standort auf dem Hart. Okay. Aha. Was ist denn hier, kann man? Nein. Da ist schon. Super, wenn du Gesundheit. Das interessiert mich jetzt. Das versuchen wir jetzt nämlich zu holen. Ah. Okay. Alpha Band. Auszugehen. Mehr extra Leben. Cool. Ich habe einen Schwarm gefunden. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Die Versammlung der Höllenpriester findet direkt über ihnen statt. Laut Scans befindet sich ein Aufzug in der Mitte der Anlage. Ja. Schnellreise kannst du dich zu bereits besuchten Punkten auf der Karte teleportieren. Nutze die drei Gegenstände zu finden und optional Begegnungen abzuschließen. Die Schnellreise wird
Gegen Ende der Mission. Ah. Okay, cool, danke. Aha. Nilox ist einer der drei Höllenpriester, verantwortlich für die erfolgreiche Invasion der Erde durch die Hölle. Er zieht es vor, auf der Planetenoberfläche zu agieren und tut dies von seiner unheiligen Bahre auf dem Rücken eines dämonischen Titans aus. Dies verschafft ihm eine erhabene mobile Position, die ihm einen Überblick über die Operationen gegen die Menschheit gewährt. Boshaft und grausam wie er ist, jagt Nilox häufig Zivilisten, um ihr warmes Blut für seine okkulten Rituale zu benutzen. Bildanzeigen, genau. Ach, das ist ja ein freundlicher Mensch. Das wird ein Spaß jetzt werden. Die Kalmeka ist bei dem Treffen anwesend. Außerhalb ihres Reiches ist sie jedoch vollkommen unverwundbar. Na hallo, ihr Hübschen. Wie kann das sein? Kein Mensch kann durch dieses Tor. Es ist... Das Sakrament dieser Welt für die große Kalmeka wird vollzogen. Die Energie wird abermals erneuert. Aus den Seelen der Ungläubigen, wie es geschrieben steht. Du kannst sie nicht vor ihrem Schicksal bewahren. Gehst du eindeutig zu weit. Du kannst nicht eingreifen. Dies ist die einmalige Chance der Menschheit auf Buße, um uns hingebungsvoll zu dienen. Du wirst dich dem Willen der Kalmeka beugen. Aktiviere das Portal. Denn du bist bestimmt, meinen Willen zu vollstrecken. Was? Ich soll hier meinen Willi reinstecken? Nein. Was hat sie gesagt? Ah, okay. Wenigstens alle drei Modbots gefunden. Kein einziges Spielzeug. Es gibt einen Cheatcode? Alter! Da muss ich dann einfach nochmal gehen. Aha. Ich bin Stufe 0. Viel zu kurz. Cheatcode spielt verhindert, dass nicht deine Fortschritte, sodass du so lange abschließen musst. Wenn du Cheatcode benutzt, wird auch nichts. Wenn allerdings die Slayer-Tore deaktiviert, okay. Fortress of Doom. Es ist mir nicht möglich, den zweiten Höllenpriester zu erfassen. Dem Himmelssucher fehlt eine Komponente. Wir brauchen einen Ersatz. Die Arbeitung ihres Werfers ist abgeschlossen. Der Flammenspeier steht jetzt für sie bereit. Okay. Jetzt geht's. Update erhältlich. Dies ist eine Ark-Sondersendung. Es gibt Berichte aus der unter Quarantäne stehenden Höhenzone nahe der San Andreas-Spalte. Nach Meinung von Ark-Mitarbeitern zeigen Satellitenbilder den legendären Doomslayer beim Kampf gegen die sterblich Gehandicapten. Der Doomslayer, oder Doomguy, wie er manchmal genannt wird, ist ein Mythos des Widerstands, eine Art Racheengel. Zuletzt war er auf dem Mars gesehen worden. Der dortige Argenturm soll ihm zum Opfer gefallen sein. Bald danach verliert sich seine Spur. Die UAC lehnt es weiterhin ab, Berichte über seine Existenz zu bestätigen. Wir halten sie auf dem Laufenden. Danke für die Info. Und ich dachte, ich bekomme da irgendwas.
Master Level? Nein, das machen wir, drücken wir es lieber nicht. Ich habe noch keine Ahnung, was das Master Level sein soll. Dun, 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 dun. Okay. Ups. Flammenspeier drücke. Um gegen den Brand zu stecken, damit die Rüstungsseile hinterlassen. Wenn du sie. Wenn du sie tötest, hinterlassen sie das Maximum an Rüstung. Okay. Ah, okay. Cool. Aha, okay. Einen Wächterkristall erhalten. What is this? What is this? Aber die beste Frage ist, what is this? Nein, Scherz. Hoppala. Hallöchen. Wächterkristalle, alter Schwede. Das sind die Wächterkristalle, Auswahlbildschirm. Wächterkristalle verbessert dauerhaft deine Kapazität für Gesundheitsrüstung und Munition. Ah, das klingt einmal schön. Du kannst eine Verbesserung auswählen, um deine Kapazität für Gesundheitsrüstung oder Munition zu erhöhen. Für jede Kategorie gibt es 4 Verbesserungen. Wählst du eine Verbesserung, dann zeigt dieser Bereich deine momentan verbesserte Kapazität für Gesundheit, Rüstung und Munition und wie die gewählte Verbesserung sich auf die jeweilige Kategorie auswirkt. Alter, das Freischalten von 2 verbundenen Verbesserungen beschert dir eine Bonusverbesserung. Behalte die Bonusverbesserung im Hinterkopf, wenn du deine Wächterkristallverbesserung auswählst. Oder home hast dann, wie die gewünschte Verbesserung und halt die Freischaltung zu erhalten, okay. Schnelles Spiel. Hat kürzere Abklingzeit, das heißt. Ach so, okay. Da hole ich mir eine Gesundheit. Und da hole ich mir eine Rüstung. Schwere und superschwere Dämonen brennen länger. Dämonen hinterlassen häufige Rüstung. Maximal Rüstung laden alle Rüstungspickups. Solange du maximal Gesundheit behältst, laden alle Gesundheitspickups die Blutschlagweite auf. Und das werden aus noch größeren Entfernungen. Ah, da kann ich mir Schraubenmunition und da habe ich mehr Rüstung. Aber ich gehe jetzt einmal. Hinterlassen häufiger Rüstung. Ja. Gesundheit verbessert. Gesundheitsrüstungs- und Munitionsverbesserungen werden zusammen mit freigeschalteten Bonusverbesserungen sofort angewendet. Such die Umgebung nach weiteren Wächterkristallen ab und verbessere deine Fähigkeiten. Das Portal ist aktiviert und erwartet Sie. Okay. Aha. Ah ja, die Hölle auf Erden. Cheatcode 0. Was? Aktiviert. Ja, schauen wir mal, ob ich mal Master Level A-Komplex. Aha, ist gesperrt. Gott sei Dank. Schauen wir mal, ob wir das mit nochmal die Spiel des Videos gemeinsam machen oder off-cam. Ah, könnt ihr jetzt hier entscheiden, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Aufzeichnen, nicht aufzeichnen, gar nicht machen. Aufhören. Bitte sagt nicht aufhören. Oha. Okay, ich habe 0 von 10. Dingsbums. Weiter. Stützen die sich das Futter? Na gut. Oh yeah. Bild für Götter. Schönes Ding. Hier glaubt's echt, dass ich da rüberkomme? Ein
Wasser extra live. Ja, toll. Wie komme ich jetzt? Muss ich jetzt das extra Leben gleich mal? Ah, gefunden. Nein, fasche das mal. Ich muss mich jetzt voll fokussieren, dass ich nicht auf irgendwelche Verstecke und geheime Dinger verstecke. Also immer schön die Augen aufhalten, ne? So mag ich es, wenn ein Level anfängt. Gemütlich. So, unentdeckt bleiben. Kann ich da runter? Soll ich probieren? Nein, konnte ich nicht. Ah. Okay, geht los. Upsi. Gargoyles. Oh yeah. Zusätzlichen Schaden zu für Glory Kills. Yeah! Nein! Oh, die Springe steht noch.
Zack. Ja, Baby. Rune. Verstecken der Fähigkeit aktivieren. Neue. Deine Rune begrenzt das Weh. Die Rune ist ein Spielstil. Passend. Kann Kills schnell ausführen. Aus noch größerer Entfernung. Ein Tempo-Boost. Natürlich verlangsamt die Zeit kurz. Okay. Verlängerte Benommenheit. Erhöhte Bewegungskontrolle. Okay. Hinterlassen Gesundheit. Aus größerer Entfernung. Search and Destroy. Okay, Runen Ausrüstungstutorial. Super, schön. Es ist Zeit der Tutorials in diesem Part. Hier werden deine Wormelrunen angezeigt und rüstet sie aus mit einer Flugmarbeiter einsetzt. Yeah. Findest du mehr Runen, schaltest du mehr Wormelplätze frei, weil die Runen in seinem Spielstil passen. Okay, doki. Thank you. Und die Herausforderungsweite will ich mich jetzt im Moment nicht kümmern. Yes, baby. Extra life. Oh, Kisten können wir nicht kaputt machen. Sonst gibt's ein Ding. Na gut. Ups. So. Wo muss ich hin? Oh nein, keine Geheimnisse. Halt wieder. Ups. Nicht so gut so weg. Alter. Oh. Geheimnis. Ah. Okay, die Frage zeigt sich die Geheimnisse. Ist ja nice. Das wäre jetzt plötzlich der Spielzeit. Aha, was habe ich da unten gerade lila Leuchten gesehen? Noch wer da? Ich drücke jetzt gerade irgendwie nicht runter. Warte mal, warum das? Siehst du? Den will ich haben. Nicht speichern, dann muss ich den jetzt leider noch fertig machen.
geht. Pass auf. Waffenpunkte, cool. Schließe alle Begegnungen in der Mission für Waffenpunkte ab. Die Anzeige der Logische Verderbter zeigt die erhaltenen Punkte an. Jede Mission gibt insgesamt 10 Waffenpunkte. Ah. Okay, das hier öffnen. Ah, cool. Cool. Ah, jetzt habe ich dir das total nicht gesehen. Naja, egal. Feuerautomatik verbessern. Moment. Halt, stopp. Ah, Verbesserung, schnelles Nachladen, okay. Wie viel habe ich jetzt? Ich habe jetzt 6. 5 Haftbomben. Nein. Ich will da mal. Die Mikroraketen. Schnelllauflader. Dann machen wir jetzt ein 15%. Ui. Gehen wir mit den Mikroraketen. Warum geht das nicht? Haftbomben. Schnelles Nachladen, glaube ich. Oder mehr Wumms. Nehmen wir mal Bums. Hallo? Ah. So. Ich hab das auch geklärt. Mehr Bums freigeschaltet. Dankeschön. So, sieht so aus. Ich muss jetzt einen Cut machen, so geht das nicht. Vielleicht gibt es hier noch irgendein Geheimnis. Naja, das gucken wir dann beim nächsten Mal. Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart, wieder bei mir bei einer Runde Doom Eternal. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder, im nächsten Part wieder. Alter. Wenn wir weiter Dämonen schnitzeln. Bis dahin, danke euch fürs Zusehen. Ciao.